Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Unholy Kingdom zusammen mit Anne. Givi von Sofa Gaming. Hallo! Und Maxi McFly. Hi. Oh Gott! Hat mich gerade so ein bisschen verwirrt, dass Anne nicht Hallo gesagt hat. Hab ich doch gesagt. Habt ihr es nicht gehört oder was? War mein Mikro zu leise eingestellt? Ich hab gesagt, ich war aber auch so, wieso sagt Anne jetzt nichts? Ist sie da? Hast du sie angefangen? Wir haben ein Essensproblem, Leute, ne? Haben wir noch Essen da im Lager? Ich hab einen Rohrbruch! Nein! Ich höre, ich sehe Nein! Ich unter Tropfen im Lager. Go. Nein! Go! Go! Besser Junge! Add Goro bei. What you gonna do when they come for you? Mad Goro. Nein, Göre! Mad Bro! Der Typ hat 100 Leben, ey, hatte ich keine Chance. Nein, ey! You're so pretty! Nein, Göre! Wer ist er mad? Verflucht, ey, dieses scheiß Wasser. Bevor ihr noch nie einen Wassercreeper hattet. Doch, ich hatte schon einen. Außerhalb des Wassers. Klingt so, als hätte man irgendwie sich so ein. You're so pretty and pretty. Hat sich was Unangenehmes eingefangen, ey. Das ist ja auch. Lackratten oder so. Ey. Alles so feucht und nass. Und nein, was bist du denn jetzt für einer? Oh! Da ging's ab! Wo war das denn jetzt? Das war auch ein Creeper. Aber wo? Beim Pferdestall. Aber du lebst ja noch, oder? Ja. Du bist gerade respawned. Ich wohne doch direkt daneben. Ja, aber ich wusste nicht, ob, weil das stand ja kurz blauen ab. Das heißt doch, du bist gestorben, oder? Ja. Was machst du? Das ist doch nur was ein Zombie-Paar. Using Magic. Geh mal da. Using Magic. Ich wollte auch, also der Creeper hat mich ganz schön krass erwischt. Jetzt wechselt der in Kreativmodus, weil er am Ragen ist. Ich kann den Typen nicht umbringen. Du verlierst ja deine Waffe danach. Ja, dann wir kommen gleich. Oh, nehmen wir das mal alles ab. Ich will sehen, wie er das macht. Du hast ja auch keine Rüstung. Was? Du hast ja auch nichts an Rüstung, oder? Doch, ich hatte Rüstung. Ist doch schon gut. Jetzt sag nicht, dass er okay, der ist gedespawnt. Ne, hier ist er. Das ist ein ultra thumping Zombie-Paar of Snapping. Der hat Sticky Exhaut, was der Alchemist Sprint Blastdoft. Also der wirft dich hoch und du verlierst deine Waffe. Aber ich will sehen, wie er das macht. Klingt witzig. Klingt lustig, ja. Komm, Max, das schaffst du. Wo ist er? Siehst du mich? Ja. Wo war er denn? Hier drüben ist er. Fragen, was machst du da hinten? Hier drüben ist er. Was? Das ist ja nicht mehr in der Nähe deines Friedhofs. Doch, er war gerade eben, ich bin da vorne gestorben das erste Mal. Bei meiner Workbench. Ah. Ah. Deswegen. Na komm her, du. Oh. Ah, deswegen. Jetzt tu dich so. Interessant. Interessant. Ja, das ist Haben wir ein Problem, Houston? Karo! Ihr Noobs! Ist ja total easy, den zu besiegen, Max. Du hast da ein Elch. Würden wir beide gemeinsam draufgehen, wäre es was passiert, aber nein. Er guckt ja nur zu, hat ich war noch 40 Leben. Bläuer Bobo, ey, ich hau dich. Du hast ein Elch mit zwei Klingen in deinem Hus, Alter. Was? Ja, und deine Außenfassade. Ich dachte, wir machen das Teamwork-mäßig, aber nein, der guckt zu, der blöde Sack. Du kannst jetzt deine Sachen holen, ich hab ihn getötet. Hast du gar nicht. Beziehungsweise ich habe ihn raus aufs Meer gehauen. Nimm noch wenigstens das Schwert, damit er stirbt, du. Ah! Was für eine Scheißfolge. Was für eine Scheißfolge.
You mad? Ja, Max ist jetzt mad. Ja, weil Goro mir nicht geholfen hat. Ich dachte, wir machen da jetzt gemeinsame Action und hauen den Tod und nein. Gemeinsame Action, du hast das aber gesehen, was passiert ist. Ja, du hast nicht geholfen, du Feichling. Feichling. Ey, dich im Krieg mit haben, ne? Ja, willst du schon mal. Dann möchte ich mir den Feind im Rücken haben als dich. Shit got serious. Ganz schön unverschämt, Max. Ich bin geschisselt. Möchte ich auch umformen können. Die Schüssel rein und einfach umformen. Hast du deine komplette Rüstung? Geht's wieder, Max? Nein, meine Freundschaft wurde betrogen. Zum Glück habe ich. Du hast mir echt den Busch zugeworfen, den du dann verdrahtest. Hier, nimm das! Na, schmeiß mir den nochmal zu. Bitteschön. Danke, die brauchen nämlich, weil ich zeig dir ja mal was. Ich möchte deinen Busch nicht haben. Ich möchte das Kriegsbeil beilegen, Max. Das kann ja nicht ewig so weitergehen mit unseren Kriegen hier. Was machst du mir jetzt, einen Lorbeerkranz oder was? Nein, warte mal. Kann man das hier für Dings verwenden hier? Du gerissener Bengel. Hat er gemacht? Ja? Goro, was Gutes gemacht? Er ist auf eine Lösung gekommen. Ja? Mit dem Erdproblem, was immer mit Gras. Und das machst du aus den Blättern von Sprucewood und Erde, kannst du die craften. Ja, genau. Das ist so Frucht, eigentlich. Ich glaube, das ist so fruchtbare Erde darstellen, oder eigentlich? So wahrscheinlich, aber es sieht halt auch aus wie. So Torf oder sowas, ist das? Nö, ja, das heißt. Wie heißt das? Potzoll. Es ist einfach nur, keine Ahnung, ja. Es ist braune Erde. Oder braunes Gras oder so. Was macht Jivi eigentlich die Folge? Gute Frage. Ich probiere ein bisschen. Gute Frage. Das weiß so keiner ganz genau. Was Jivi so immer macht, das weiß keiner so genau. Und da sieht man in den Folgen einfach nur, wie irgendjemand Langusten zubereitet. Ja. Das kann auch durchaus passieren. Die nimmt gar nicht auf, die macht einfach immer nur irgendwas. Langusten-Goropaische Art. Ich muss ja auch meinen Boss hier anpassen an Jivis Haus. Ich baue jetzt übrigens die Schneiderei und da werde ich noch eine Dekoabteilung reinbauen. Achso, du hast jetzt hier geschrieben, hier starb Goro bei. Okay, jetzt habe ich gerade deinen Kopf da drauf platziert. Achso, ja, das passt auch. So, dass man deinen Todpunkt wieder, den Waypoint wieder löschen, ey. Den Todpunkt? Ja, man kriegt ja mal einen automatischen Waypoint reingeklatscht, wenn man stirbt. Minimal nervig. Minimal nervig, dass ich schon so viele Köpfe gelassen habe in diesem Projekt. Ach, naja. Kann jedem mal passieren. Passiert jetzt du hast dich Mal aufgeopfert. Fürs Team. Fürs Team. Fürs Team. Naja, also oft war es ja einfach, weil er Kämpfe eingegangen ist, die er nicht gewinnen konnte. Ja, ja, aber teilweise auch wie das jetzt eben. Das ja, kann. Sag ich ja, Kämpfe, die du eingegangen bist, weil du nicht gewinnen konntest. Also, das war ja nicht Dummheit, dass ich gegen den gekämpft habe. Also, nein. Naja, also das erste Mal vielleicht nicht, aber das zweite Mal. Gorobai left the game. Aber also, jetzt, ohne dass ich in kreativ gegangen wäre, hätte ich ja gar nicht gewinnen können. Nee, das ist richtig. Nee, weil der ist. Also doch, man hätte, wären wir, glaube ich, alle da hingegangen oder zumindest zwei oder sowas, dann wäre es wahrscheinlich was anderes gewesen, aber es war. Der hat immer 100 Leben. Alleine nicht. Vielleicht auch mit magischen, verzauberten Waffen, die wir halt noch nicht haben. Ja gut, vielleicht gab es da irgendwie. Ja, das wäre die einzige Möglichkeit, die ich auch. Volle Ausrüstung, auf jeden Fall schon. Es gibt ja wahrscheinlich in diesem Modpack auch so Oberpower-Waffen hier. Guck mal, Life Drain Scepter und was es alles gibt und Tundra Scepter. Wie mache ich das? Tundra Charge. Wie mache ich das? Hier hat hier so ein Lichtschacht, den müssten wir eigentlich noch irgendwie überdachen, damit man da nicht reinfällt. Wie ist das denn, wenn in deiner Wohnung einfach irgendwas umfällt und du wunderst dich, warum fällt das jetzt um? Ich stand die letzten zwei Tage so. Poltergeist. Ist immer wieder ein Stück weiter gerutscht. Und dann ist umgefallen. Klabautermann. 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 Oh, ich möchte eine Drachenklaue bauen.
Klabautermann. Kann man einen Drachenclown bauen? Ein Drachenclown? Drachenclown. Bauen. Und hier ist unser einzig wahrer Drachenclown. Maxi McFly. Darüber lachen sogar Drachen. Darüber lachen sogar Drachen. Mit seinen Slogan. Wo hab ich plötzlich einen Bogen her? Danke. Anne. Was? Ich hab dir keinen Bogen, Bogen zugeworfen. Nein. Danke. Ah, oh, vom Himmel. Ich hatte nie einen Bogen. Never. Danke. Wither God. Danke für das Wither. Nether God. Nether God. Ups. Falscher Gott. Du hast dich beim falschen Gott bedankt. Jetzt kommt gleich so ein Blitz auf dich nieder. Und dann wirst du sterben. Dann wirst du sterben. Tot sterben. Wirst du tot sterben. Anne? Ja. Anne? Ja. Oh mein Gott. Anne? Ja. Diese Dinger, die du auf den Boden gelegt hast, ne? Was? Könntest du bitte nächstes Mal ins Badezimmer gehen? Was für Dinger hab ich auf den Boden gelegt? Beim Marktplatz, da hast du doch so quasi Abgrenzung aus Marmor, ne? Ja. Wie hast du die gesägt? Immer ins Unterfeld, oder? Musst du gucken. Ja. Weiß nicht. Wo soll ich das denn sehen? Ja, wenn du das machst, dann siehst du doch, wie die aussehen. Dann siehst du doch, was die richtigen sind. Oder nicht? Oder nicht? Oder nicht? Ja, ist okay. Oder nicht? Was wählte dieses A? Nee, ja, weil es kein A gibt, weil... Weil es halt trotzdem nicht raff. Ob ich weiß nicht raff? Doch, ich hab's jetzt richtig gemacht. Ich hab's jetzt. Jetzt hab ich... Aha! Ah! Ah, okay, er hat's gerafft. Moment. Ja, Moment. So, der Mensch, das ist doch schon ganz schick, ganz schnieke. Der Mensch ist Mensch. Der Mensch heißt Mensch. Wenn du vergisst, weil er verpennt. Weil er verpennt. Das ist so ein ständig ist er breit. Wallala. Das muss man sagen, diesen riesengroßen Herbert Grönemeyer fern. Wer? Ja? Nein, beziehungsweise unsere beide Eltern sind riesen. Also wir. Unsere beide Eltern sind richtig gut. Unsere beide Eltern sind richtig gut. Nein, die hören einfach nur die gleiche Musik. Wer? Deine weiß Mutter gar nicht, ob man das Mutter. Als Musik bezeichnen darf, ey. Herbert Grönemeyer. Herbert das Grönemeyer. Grausam. Herbert Grönemeyer, den Herbert. Grausam. Grausam? Ja. Was hörst du denn für Musik? Justin Bieber? Ha? Jedenfalls nicht Herbert Grönemeyer. Und was? Ganz bestimmt nicht Helene Fischer. Atemlos! Nein! Oh, das ist ein übertriebener Ohrwurm, Leute. Nein. Ich finde auch. Nein. Ich finde, das kann man jetzt die ganze einfach Folge nein. übersingen. Jeder kennt den Text. Einfach nein, das ist kein Ohrwurm, das ist gar nicht, das ist Ausgebot der Hölle. Ein Cookie Creeper! Ich hätte ja nicht gedacht, dass das mal passiert, aber ich bin genau einer Meinung mit Max. Danke. Ich hätte nie gedacht, dass das jemals passieren wird. Der erste, der vier apokalyptischen Reiter war Justin Bieber, danach kam Helene Fischer. So. Einer musste es mal sagen, Leute. Einer musste es mal sagen. Was, dass du. Nein, Justin Bieber finde ich weniger schlimm als Helene Fischer. Ich wollte gerade sagen, der wird zum Glück nicht so oft im Radio gespielt. Ja. In letzter Zeit. Und, ja. Ich hab's gerade gehört, aber es ist. Wir sind keine Schlager. So. Okay, ja, und jetzt fragt man sich, warum die ganzen Leute aus dem nicht-deutschen Nationalität sind, immer sich fragen oder die Meinung haben, Deutsche hören so gerne Schlager. Und das ist genau wegen solchen. Weil ein guter Schlagertitel in alle 10 Jahre gut ankommt und jeder es hört auf und ab und die ganzen Touristen denken auch nur, die hören sowas die ganze Zeit. Ja, und dann gibt's halt so Leute wie Goro. Ja, die hören das tatsächlich die ganze Zeit. Nee, nicht die ganze Zeit. Aber ich finde, also ich finde Helene Fischer nicht schlecht. Was will man da noch machen? Ich weiß es nicht. Was ist denn so falsch daran? Das sagen, jeder hat ja einen anderen Musikgeschmack, aber gerade, ich weiß nicht, ich kann auch nichts mit Schlager anfangen, leider. Was macht ein Zombie-Creeper? Okay, Zombie das hat sich... Frage hat sich, glaube ich, erübrigt gerade. Ich wollte gerade sagen, das ist, ich glaube, der macht nicht so viel.
Doch, der spawnt Zombies. Echt, weil explodiert spawnt der Zombies? Ja. Das hätte ich zu gern gesehen. Wie viele denn? 3. Geht ja noch. Ja, genau. Geht ja noch. Stell dich mal nicht du so an. Du warst nicht dabei. Unsere Folge passierte. Ist zu Ende. Was? Boah. Deswegen, liebe Kinder, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und schöne Grüße an die Eltern. Ich hab da voll die Wookie-Geräusche gemacht. Boah. Boah. Ja, ja, das sollte es doch sein. So, Leute, genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.